Avaghatasana, die Stellung des weisen Avaghata. Ananta zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Sitzhaltung. Von hier bringe die Beine etwas nach vorne und gib die Fußsohlen zusammen. Also anders als in Bhadrasana sind nicht die Fersen nahe bei dir, sondern du gibst die Fersen ein Stück nach vorne oder so weit nach vorne, wie du kannst. Dabei hältst du die Zehen auseinander und streckst die Arme nach vorne aus. Nach Möglichkeit bringst du dabei die Stirn auf den Boden vor den Zehen. Das ist Avaghatasana. Die Stellung kultiviert die Flexibilität in den Hüftgelenken in außergewöhnlicher Weise und sie fördert so die Flexibilität auch für den Lotussitz und für gebundenen Lotussitz. Die Stellung ist genannt nach Avaghata und Avaghata war einer der 84 Siddhas der Nath-Tradition. Diese 84 Siddhas werden nach einer Tradition auch als Hatha-Yoga-Meister bezeichnet und nach ihnen sind 84 Asanas benannt. Ananta kommt gerade nochmals nach vorne. Ich will gerade nochmals erwähnen, es gibt noch fortgeschrittenere Variationen von diesem Asana. Du gibst die Fersen noch weiter nach vorne und hältst trotzdem die Knie auf den Boden. Du hältst die Zehen auseinander und dann beugst du dich darüber und bringst trotzdem den Kopf vor den Zehen auf den Boden oder du bringst den Kopf vor die Fersen zwischen die Fußballen auf den Boden und dann gehen die nach Möglichkeit die Stirn auf den Boden. Spätestens hier merkst du, wie intensiv die Dehnung in den Hüftgelenken ist und dieses Asana hilft, den vollen Lotus gut zu beherrschen. Mehr Informationen zu Avaghatasana und vielen Sitzhaltungen wie auch andere Vorübungen für Padmasana Lotussitz findest du auf wiki.yoga-vidya.de.